Karl Alexander von Wolberth war ein deutsch-amerikanischer Heretiker. Leben. Er war seit 1945 zunächst in Deutschland und ab 1952 in den Vereinigten Staaten als freischaffender Künstler tätig. In den Vereinigten Staaten war er Lehrer und Dozent für Kunstgeschichte. Ab 1969 wohnte und arbeitete er als freischaffender Künstler und Heretiker in Antwerpen. Seine beiden Eltern waren Künstler mit russischen, deutschen, schwedischen und englischen Wurzeln. Obwohl von adliger Herkunft, wurde der Titel Baron nicht gebraucht. Er war seit 17. Februar 1990 Mitglied des Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin e.V. und auch Mitglied der Internationalen Akademie der Heraldik und der Heraldry Society von Kanada. Als Freelance Herald Alexander Trobloff veröffentlichte er auch ein paar heraldische Werke mit feinem Humor, zusammen mit seinem Freund, dem Heraldiker Mark van de Kroes. Als heraldischer Künstler zeichnete er Familienwappen für Werner von Braun und Karl Friedrich von Weizsäcker. Auszeichnungen. Den Gustav von Numers Preis erhielt er 1984. Der Preis ist nach dem finnischen Heretiker Gustav von Numers benannt. Der Medaille Pro Merito von der Internationale Genealogische und Heraldische Confederation, Krakow, 1995. Der Medaille Ottfried Neubecker Pro Heraldica, München, 1997. Wappen in Rot, drei gestürzte silberne Schwerter fächerförmig. Auf dem gekrönten Helm mit rot-silbernen Decken ein roter Flug. Werke: Little Manual of Heraldry, Augustan Society, Torrance Cal, 1966. Das Wappen, Stil und Form, Limburg an der Lahn, 1977. Auch in Französisch und Holländisch erschienen. Heraldik, eine Einführung in die Welt der Wappen, Stuttgart, Zürich 1989 und Stuttgart 1992. Lumpengesindel, lustige Märchen und Schelmenstücke, Blank, Karl, Stuttgart, Franksche 1948 mit Zeichnungen von Alexander von Wolberth. Heraldik aus aller Welt in Farben, von den Anfängen bis zur Gegenwart, Universitas Verlag Berlin 1972. Fabelwesen der Heraldik in Familien- und Städtewappen, Stuttgart und Zürich 1996, Belser Verlag, auch 2001. Celavi, Homunculus, Weingem 2000. The Very Dubious Codex Senilski, Homunculus, Weingem 2001. The Very Peculiar Codex of Pluckingham Court, Homunculus, Weingem 2004.